Hallo, mein Name ist Jakob Steinscher und ich bin der Gründer von Trending Topics und der Autor von zwei Büchern, einerseits Phänomen Facebook und andererseits Digitale Folien. Heute nach dem Vortrag zu Fake News und Big Data von Ingrid Brodnik und mir sind noch ein paar Fragen offen geblieben, die wir jetzt quasi per Videobotschaft beantworten wollen. Die 3BHLW, hallo, hat folgende Frage gestellt: Wie denken Sie, schaut das Internet in 20 bis 30 Jahren aus? Können wir mit rasanten Veränderungen wie in den letzten 10 bis 20 Jahren rechnen? Oder ist irgendwann einmal ein Punkt erreicht, an dem nichts mehr verbessert werden kann? Oder werden wir das Internet Ihrer Meinung nach in ein paar Jahren wieder reduzieren? Also ich glaube definitiv nicht, dass das Internet wieder weggehen wird. Ich glaube, es wird immer mehr. Heute hat jeder ein Smartphone, wir posten auf Social Media und so weiter. Jetzt ist gerade die Industrie dabei, sogenannte Internet of Things zu bauen. Das heißt, immer mehr Alltagsgegenstände vom Auto bis zum Kühlschrank daheim werden mit Sensoren ausgestattet und die werden auch Daten ins Internet übertragen. Derzeit arbeiten sehr viele Unternehmer an einer neuen Idee, die sogenannte Blockchain. Die wird der Meinung vieler nach das Internet nachhaltig verändern, weil es darum geht, dass Daten nicht zentralisiert, wie zum Beispiel auf den Servern von Facebook gespeichert sind, sondern dass jeder die Kontrolle über seine Daten zurückbekommt. Man kann sich das in der Praxis so vorstellen, man hat seine persönlichen Daten auf seinem eigenen Handy drauf und bei Bedarf kann man das seiner Bank, Facebook, Instagram oder wie auch immer zeitweise zur Verfügung stellen und bekommt sie dann wieder zurück. Ich habe hier Fragen von der vierten Klasse, 4a, der Hack. Ich werde ein paar davon beantworten. Wie sind Sie auf diese interessante Jobwahl gekommen? Ich habe Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert, also ich habe Journalismus gelernt an der FH. Und dann habe ich mich im Job immer mehr mit dem Internet beschäftigt. Also das war wichtig, dass ich mich einfach immer tiefer in das Thema hineingegraben habe. Und ich glaube, das ist in allen Berufen so, dass es am Ende zählt, dass man sich einfach umso genauer hineintigert als zum Beispiel die anderen, dass man sich so sein eigenes Feld erarbeitet. Und ich habe dann einfach über 10, 12 Jahre hinweg immer mehr zum Thema Internet gemacht und habe dann auch drei Bücher geschrieben. Also mein Tipp ist, wenn einem ein Thema taugt, das auch wirklich intensiv zu verfolgen. Dann kommt die Frage, sind wir nicht durch die Bankomatkarte genauso gläsern wie im Internet? Das finde ich eine sehr gute Frage, weil tatsächlich viele von uns, ich auch, zahlen am liebsten nur noch mit Karten. Aber das heißt natürlich, dass alles, was man gekauft hat, wofür man Geld ausgegeben hat, nachvollziehbar ist. Der Unterschied ist, dass es bei diesen Bankomatkartentransaktionen in der Regel nur die Bank ist, die diese Daten hat. Also das heißt, ich habe einen überschaubaren Kreis von Leuten, die diese Daten haben. Und für Banken gibt es extrem strenge Auflagen, was Privatsphäre betrifft. Aber tatsächlich ist die große Frage, inwieweit wir stärker durchleuchtbar werden. Ich glaube, da braucht es vor allem klare Regeln. Zum Beispiel, wann darf der Staat diese Daten sehen? Und da ist wichtig, in Europa haben wir häufig den Zugang, dass nur wenn ein Richter das anordnet, zum Beispiel nach einem Banküberfall oder nach irgendeiner Straftat, dass die Polizei Einblick nehmen darf. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass so Grundrechte geschützt werden. Aber natürlich stimmt's, je mehr wir über digitale Tools mit digitalen Anwendungen bezahlen oder einfach damit leben, desto mehr sind wir nachvollziehbar. Gut, ich gehe zur nächsten Frage über. Da wurde gefragt, was macht man, wenn einer stalkt? Das Wichtigste ist, und das sollte man generell machen, ist bei den eigenen Profilen zu schauen, was sehen die Leute über mich. Bei Facebook gibt es zum Beispiel die praktische Option beim Profil, dass man anklickt Anzeigen als und dann kann man sehen, wie schaut man für einen konkreten User aus oder wie schaut man für
User, die nicht Freunde sind, aus, also was können die von einem sehen. Das sollte man überprüfen. Auch bei anderen Plattformen sollte man sich zum Beispiel ausloggen und dann das eigene Profil aufrufen und schauen, wie schaut denn das für andere aus. Also das eine ist, was kann jemand, der nicht mein Freund ist, über mich herausfinden? Und wenn man wirklich gestalkt wird, dann ist das ein riesiges Problem. Solche Stalker nehmen zum Beispiel häufig auch das eigene Bild, und wenn sie einen fertig machen wollen oder wenn sie extrem unangenehm werden, dann erstellen die zum Beispiel Fake-Accounts mit dem eigenen Foto. Mein Tipp ist, wenn es wirklich so weit kommt, sollte man notfalls sogar zur Polizei gehen. Gerade wenn jemand einen stalkt und auch vielleicht fertig macht, kann es sein, dass der Tatbestand des Cybermobbing erfüllt ist. Das heißt, wenn über längere Zeit hinweg jemand einen fertig macht, jemand einen unzumutbar in der Lebensführung, so heißt es im Gesetz, einschränkt, dann kann man das anzeigen. Das heißt, man kann sich schützen. Das dauert oft recht lange, weil die Polizei, die Gerichte, das dauert oft eine Zeit, aber es gibt schon die Möglichkeit von Schutz, speziell in harten Fällen. Und generell, wenn man das Problem hat, sollte man auch sein gesamtes Umfeld warnen und sagen, bitte taggt mich in keinen Fotos, bitte lädt keine Bilder mit mir drauf hoch, da ich bin da leider gefährdet. Und wenn ihr eine Nachricht von irgendeinem unbekannten Profil bekommt, sagt mir das oder ignoriert es. Also, dass die wissen, dass es da auch unfaire Attacken gegen einen gibt. Die 2 Dickbiss hat folgende Frage gestellt. Welche Alternativen können Sie empfehlen, wenn jemand Facebook oder WhatsApp nicht verwenden will? So eine wirkliche Alternative zu Facebook gibt es eigentlich derzeit nicht. Man könnte jetzt meinen, Instagram ist eine Alternative, aber die gehört eigentlich zu Facebook dazu. Also das kann man jetzt nicht als Alternative empfehlen. Eine Alternative zu oder Alternativen zu WhatsApp gibt es auf jeden Fall. Da sind vor allem 2 zu nennen, die auch von Datenschutzexperten empfohlen werden und mit dem auch Nachrichten, Bilder, Videos und so weiter verschicken kann. Das eine ist Threema, seine Firma aus der Schweiz. Und das andere ist auch seine Messaging-App, die heißt Signal, wird von einer US-Firma gemacht und die hat auch die Technologie entwickelt, die WhatsApp für die Verschlüsselung von Nachrichten verwendet. Die 3B HLW hat ein paar Fragen, ich werde ein paar davon aufgreifen. Das ist eine gute Frage. Sie haben eine Zeit miterlebt, in der das Internet noch nicht Alltag war. Denken Sie, dass die Zeit damals besser war als die Social Media Zeit, in der wir heute leben? Das ist eine sehr lustige Frage. Ich habe tatsächlich eine Zeit miterlebt, als das Internet noch nicht Alltag war. Und es war besser und schlechter zugleich. Es war schlechter, was die Information betraf. Also zum Beispiel, als ich weiß nicht, 14, 15 war, ging ich das erste Mal online. Und damals waren selbst die Zeitungen noch nur zum Teil im Internet. Man bekam aber schon spannende Informationen. Zuvor war es oft so, dass man nicht so leicht Infos bekam. Da musste man zum Beispiel in die Trafik gehen oder in eine spezielle Buchhandlung und sich dann dort Spezialzeitschriften kaufen, die auch extrem teuer waren. Und als Schüler hat man nicht so viel Geld, dass man sich dann immer alle Zeitungen kaufen konnte, die man wollte. Auch Musik, das war teilweise gar nicht so leicht, die Lieder zu bekommen, die man haben wollte. Also das ist dieser Überfluss an Information, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht ohne dem aufgewachsen ist. Das heißt, das Internet insgesamt ist schon toll und es hat wirklich viel mehr gute Informationen auch ermöglicht. Zum Beispiel, man kann heute amerikanische Medien lesen. Das wäre früher sehr schwierig gewesen. Aber es hat auch Schattenseiten. Einerseits, dass es unfaire Attacken gibt, dass es Falschmeldungen gibt, aber auch, dass alles ein bisschen stressiger geworden ist. Also, dass so viele Kanäle sind. Ich weiß oft nicht, ist eine Nachricht über WhatsApp, über Signal, über den Messenger gekommen. Also, es wird auch sehr viel, ganz einfach. Ich glaube, für jede Neuerung zahlen wir immer einen gewissen Preis. Und im Moment geht es halt vor allem darum, gewisse Schattenseiten stärker wieder zurückzudrängen, zum Beispiel stärker darauf zu pochen, dass viele dieser Apps nicht so viele Daten bekommen. Ich glaube, es kann aber eine Spur besser werden.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin froh, dass es das Internet gibt. Ich glaube nur, wir sollten noch stärker darauf achten, dass das Internet wirklich uns Menschen hilft und nicht wir dort ständig einfach unsere Daten für große Konzerne abladen oder dass wir dort teilweise überschwemmt sind, sondern dass zum Beispiel auch die Handys so gestaltet sind, dass wir nicht dauernd abgelenkt werden. Ich glaube, das Internet kann einfach auch noch anders gestaltet werden, es kann einfach noch verbessert werden. Was, genau, das ist eine schwierige Frage, die ich da auch noch beantworten werde. Wie denken Sie, schaut das Internet in 20 bis 30 Jahren aus? Können wir mit rasanten Veränderungen wie in den letzten 10 bis 20 Jahren rechnen oder ist irgendwann ein Punkt erreicht, an dem nichts mehr verbessert werden kann? Oder werden wir das Internet Ihrer Meinung nach in ein paar Jahren wieder reduzieren? Sehr gute Frage. Tatsächlich glaube ich, dass die nächsten 20 bis 30 Jahre sogar noch mehr Wandel, noch mehr Veränderung als die letzten 20 bis 30 Jahre bringen wird. Weil das Internet noch nicht fertig ist, weil wir gerade erst in diesem Prozess der Digitalisierung sind. Ich gebe ein Beispiel. Es werden schon jetzt selbstfahrende Autos ausprobiert. Und man kann davon ausgehen, dass in den nächsten 10 Jahren diese Autos, die selbstfahrenden Autos, Normalität werden. Dadurch verändert sich wahnsinnig viel. Dadurch verändert sich zum Beispiel ein Teil unserer Zeit, den wir derzeit mit Autofahren verbringen, den wir als, was weiß ich, mit allem anderen verbringen können, mit Lesen, mit Videos anschauen. Aber auch die Wirtschaft verändert sich, das heißt, ganze Berufsgruppen könnten wegfallen, wie Lkw-Fahrer, Taxifahrer. Das heißt, da gibt es einen massiven Wandel. Und es ist so, dass man davon ausgehen kann, dass manche Jobs in Zukunft mehr von Maschinen ersetzt wird, von kluger Software. Und ich glaube, da ist es sehr gut, wenn man zum Beispiel auch an einer technischen Schule ist, weil man natürlich mit einer technischen Ausbildung am ehesten ein Profil hat, wo man da mithalten kann. Also ich glaube, da wird sich massiv viel tun. Auch ein Beispiel ist, immer mehr Geräte in unserem Haushalt werden mit dem Internet verbunden werden, also Internet of Things. Und das wird ein massiver Unterschied sein. In 20 Jahren werden Wohnungen nicht mehr so sein wie heute. Also heute mache ich den Lichtschalter an und aus, ich schalte die Kaffeemaschine ein und aus, ich kaufe selbst die Milch ein. Es ist durchaus möglich, dass sehr viele dieser Prozesse automatisiert passieren werden. Auch hier ist die Frage, was das für Jobs heißt. Aber es ist auch so, dass dadurch gewisse Dinge praktischer werden. Und wir sehen es ja schon jetzt. Manche Menschen nutzen Alexa, einfach weil es sehr praktisch ist. Und ich glaube, insgesamt wird die Technik sehr viele Bequemlichkeiten bringen, aber auch gleichzeitig einen massiven Wandel. Und wie das genau ausschauen wird, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend sein. Hallo, liebe erste FSD. Ihr habt folgende Frage gestellt. Wie kann man sein Facebook-Profil löschen? Das ist gar nicht so einfach. Erstens mal gibt es einen Unterschied zwischen der Deaktivierung und der wirklichen Löschung eines Facebook-Profils. Wenn man sich bei Facebook einloggt und in die Einstellungen geht, wird man irgendwann einmal zu der Möglichkeit gelangen, sein Facebook-Konto zu deaktivieren. Das bedeutet aber nur, dass es quasi unsichtbar gemacht wird für alle Freunde oder alle anderen im Netzwerk, die Daten bleiben aber genauso auf den Servern gespeichert, wie sie sind. Und das dient dem Zweck, dass man, wenn man es sich anders überlegt, das Profil wieder aktivieren kann und dann ist es nicht mehr unsichtbar. Wirklich löschen kann man ein Facebook-Profil eigentlich nur über einen speziellen Link, der ziemlich schwer zu finden ist. Am besten ist, man googelt einfach nach Facebook-Profil löschen und gelangt dann auf die Art und Weise in den Hilfebereich von Facebook und dort findet sich dann der Link zum wirklichen Löschen des Facebook-Profils. Da muss man aber wissen, die Daten werden auch nicht sofort gelöscht. Facebook sagt, dass noch bis zu 90 Tage die Daten auf den Servern aus offenbar technischen Gründen gespeichert werden. So, ich habe jetzt hier Fragen von der 2AHL. Wie viele Stunden verbringen Sie am Tag mit Social Media? Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, es sind zu viele. Es schwankt auch, wie viel Zeit ich habe. Auf jeden Fall versuche ich das zu reduzieren. Das heißt zum Beispiel, am Abend deinstalliere ich die Facebook- und Twitter-App, damit ich nicht dauernd zum Handy greife, damit ich das selbst einschränke.
Das sind schon einige Fragen gekommen. Ich glaube, ein Teil hat schon der Kollege beantwortet. Ich beantworte eine davon auch. Kann es einen Restart der ganzen Daten im Internet geben? Und wenn ja, wie würde dies gehen und wie lange würde das dauern? Ich sage eine Sache dazu. Ich glaube, es kann einen Restart geben. Und der ist insofern möglich, als dass es wirklich Konsequenzen gibt, wenn unsere Daten missbräuchlich weitergegeben werden. Ende Mai tritt die sogenannte Datenschutzgrundverordnung in Kraft und die bringt eine Änderung. In Europa haben wir einen sehr strengen Datenschutz, der aber nur im Papier existiert. Das heißt, wenn Unternehmen dagegen verstoßen, ist bisher wenig passiert. Und jetzt kann es richtig teuer werden. Es kann 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten jährlichen Gesamtumsatzes ausmachen, diese Strafen. Das heißt, dadurch bekommt der Datenschutz Zähne. Und ich glaube, man muss notfalls auch sich überlegen, wie man extreme Vorgehen, extreme Datensünder bestraft, beziehungsweise wie man das auch kontrolliert. Da sind wir gerade ganz erst am Anfang, aber ich glaube, es muss möglich sein, die Einhaltung von Grundrechten auch in Internetzeiten zu kontrollieren. Ich komme zur nächsten Frage. Es hat bereits mehrere Internetriesen gegeben, die fast vollständig von der Bildfläche verschwunden sind. Wird Facebook irgendwann dasselbe Schicksal erleiden? Das ist absolut möglich. Im Moment würde ich jetzt nicht unbedingt Facebook sofort tot sagen. Einerseits hat Facebook, vor allem die Plattform Facebook.com, riesige Probleme. Das heißt, dass die öffentliche Meinung schlechter geworden ist, dass viele Bürger nicht glücklich sind, was Facebook macht oder wie sie kommunizieren. Gleichzeitig ist Facebook aber als Riese im Internet extrem erfolgreich. Facebook besitzt ja auch Instagram und WhatsApp. Und selbst wenn zum Beispiel Facebook.com nicht mehr ganz so populär ist, glaube ich, ist der Konzern Facebook an sich sehr gut aufgestellt. Bisher schaut es auch nicht wirklich so aus, als ob Facebook, also als Webseite, verschwindet. Das Problem ist, es gibt ja kein zweites Facebook. Es gibt keine zweite Seite, die 2 Milliarden Nutzer hat. Und im Internet ist das ein großer Vorteil, wenn ich so viele User habe, dann kann ich nicht so leicht ersetzt werden. Weil sicher haben das einige mitverfolgt, es gibt oft so Herausforderer Facebooks, die heißen dann Diaspora oder sie heißen Ello. Und da gehen dann manche Leute hin und testen das 2 Wochen aus, nur dann wird ihnen langweilig, weil nicht so viele Leute dort sind. Facebooks großer Vorteil ist, dass so viele Menschen dort sind. Und bevor ich nicht ähnlich viele User habe, tue ich mir sehr schwer, Facebook wirklich zu ersetzen. Ich habe eine Frage, die gut dazu passt. Facebook verliert in den letzten Jahren an Einfluss in der Social-Media-Szene. Doch welche Plattformen sind dadurch die Gewinner? Ich würde sagen, ein großer Gewinner ist Instagram, weil er auch gerade bei Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen sehr beliebt ist. Aber da ist Facebook gleichzeitig eben auch der Gewinner, weil Facebook eben Instagram besitzt. Facebook hat sehr, sehr geschickt einfach die Konkurrenz aufgekauft. WhatsApp und Instagram gehören dazu, Snapchat zum Beispiel nicht. Ich bin gespannt, ob es mal wirklich einen großen neuen Konkurrenten geben wird. Schauen wir. Liebe 2A Hack, ihr habt folgende Frage gestellt. Was sollte man beim Surfen beachten, um möglichst wenig Daten preiszugeben? Da empfehle ich meistens 2 Tools, die sind gratis verfügbar. Das sind Browser-Plugins, die man bei Firefox oder Chrome zum Beispiel installieren kann. Das eine heißt Disconnect und das andere heißt GhostStory. Die machen im Wesentlichen 2 Sachen. Zum einen machen sie transparent, welche anderen Webdienste, welche Tracking, welche Zählpixel in eine Webseite eingebaut sind. Da bekommt man dann eine schöne Liste und sieht, welche anderen Firmen, wie zum Beispiel Amazon oder Google oder Facebook, über die Webseite Nutzerdaten abrufen. Und sie machen Folgendes, sie unterbinden den Zugriff von anderen Webdiensten auf das eigene Surfverhalten, wenn man das will. Ich gehe zu den Fragen der 4B HLW.
Zuerst haben Sie Mark Zuckerberg persönlich getroffen. Leider nein. Wenn er mich treffen möchte, kann er das gerne machen, falls ihr irgendwie in Kontakt habt. Das sind die anderen Fragen sind eher an den Kollegen gerichtet. Aber nur dazu noch schnell, welche Ausbildung habe ich absolviert? Ich habe eben an der FH Joanneum in Graz Journalismus und Unternehmenskommunikation studiert. Und ich habe davor ein ganz normales Gymnasium abgeschlossen. Ich finde es eigentlich super, dass es auch Schulen gibt, die eine sehr praxisorientierte Ausrichtung haben, weil diese praxisorientierte Ausrichtung einem sehr helfen kann, wenn man zum Beispiel später dann in ein spezielles Fach geht, auch wenn man dann zum Beispiel ein FH-Studium oder was anderes anschließt. Aber für mich war das FH-Studium sehr hilfreich, weil ich da auch schon sehr viele Praktika absolviert habe. Das hat mir dann auch geholfen, leicht in den Job hineinzukommen. Liebe zwei DBs, ihr habt folgende Frage gestellt. Ist es ein Mechanismus oder bilde ich es mir ein, wenn ich mir in Amazon etwas ansehe und dann zufällig die Werbung für dieses Produkt in Facebook sehe? Nein, das ist keine Einbildung, das ist tatsächlich ein Mechanismus dahinter. Das ist sogenanntes Retargeting, das ist ein Begriff in der Werbung, der meint, dass man einen User, der eben auf Amazon sich für ein Produkt interessiert, auf einer anderen Webseite wieder erreichen kann. In dem Fall ist das dann Facebook und das passiert eigentlich nahezu in Echtzeit. Also das kann, die Datenübertragung kann da in wenigen Sekunden oder manchmal sogar Millisekunden passieren und hat folgenden Zweck. Online-Shops glauben, dass sie, wenn sie ein Produkt, für das ein Nutzer schon Interesse gezeigt hat, dem das Produkt dann öfters zeigen, ihm das dadurch schmackhaft machen können und dann die Kaufwahrscheinlichkeit erhöht. Eine Frage von der erste Dickbiss. Ich nehme eine Frage, die für mich gekennzeichnet wurde. Welchen Tipp können Sie uns geben, um Fake News so schnell wie möglich, ohne großen Zeitaufwand zu erkennen? Der schnellste Tipp: Man nimmt die Kernaussage der Falschmeldung und gibt das in Google ein und schreibt dazu Faktencheck. Also zum Beispiel nach Terroranschlägen heißt es oft, ein Verdächtiger wurde gefunden, der heißt so und so und man weiß nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Man kann eben diese Behauptung, zum Beispiel den Namen des Terrorverdächtigen und den Anschlagsort nehmen und dann Faktencheck schreiben. Und wenn schon ein Faktencheck existiert, wird Google einem das vielleicht auflisten. Oder wenn es heißt, ein Prominenter sei gestorben, Sylvester Stallone sei gestorben, Justin Bieber sei gestorben, was weiß ich, dann gibt man ein Justin Bieber gestorben Faktencheck oder auf Englisch Justin Bieber dead fact check. Und häufig gibt es dann schon Überprüfungen im Internet, das heißt dann nach Google und das Wort Faktencheck dazu schreiben, ist oft der schnellste Trick. Zweite Frage: Verändert sich Ihrer Meinung das Internet zum Guten oder zum Schlechten? Sollen Jugendliche auf Social Media Dienste verzichten? Ich glaube, dass es insgesamt einige negative Seiten des Internets schon lange gab. Zum Beispiel Hasskommentare, extreme Entgleisungen, die gibt es schon lange. Aber erst jetzt wird es breit diskutiert. Das heißt, das Internet hatte schon immer gewisse auch Schattenseiten, aber ich finde es gut, wenn darüber jetzt gesprochen wird. Und tatsächlich gibt es schon neue Risiken, zum Beispiel eben, je mehr Menschen auf Social Media sind, desto mehr Menschen kann ich womöglich auch mit Falschmeldungen dort erreichen. Weil die Frage war, sollen Jugendliche darauf verzichten? Wenn ich das Gefühl habe, ich verplemper dort nur meine Zeit und ich habe nichts Positives davon, dann würde ich empfehlen, lass es doch. Aber ich glaube, viele von uns mögen Social Media irgendwo oder finden, es ist oft schon interessant. Und da ist dann eher die Frage, wie können wir soziale Medien verbessern? Und ich glaube, da sollten wir versuchen, die sozialen Medien besser zu machen. Zum Beispiel ist es ja ein Problem, dass manchmal die großen Plattformen auch wirklich Bedrohungen, schlimmste Gewaltaufrufe stehen lassen, obwohl es gar nicht erlaubt ist. Da wäre es zum Beispiel gut, dass die großen Plattformen wirklich verpflichtet wären, dass es mehr Druck gibt, dass sie wirklich strafbare, gewaltvolle oder zu Gewalt aufrufende Kommentare entfernen. Das heißt, ich glaube, man sollte in der Lage sein, es sollte möglich sein,
soziale Medien so nutzen und trotzdem dort fair behandelt zu werden. Das ist die große Herausforderung. Liebe 2a Hack, ihr habt folgende Frage gestellt: Was macht Facebook mit unseren Daten? Das ist jetzt eine große Frage, über die ich auch mal ein ganzes Buch geschrieben habe, aber im Wesentlichen kann man es auf Folgendes runterbrechen. Facebook, das wisst ihr sicher auch, erfasst von unserem Namen über unser Geburtsdatum bis hin zu unseren Interessen und Likes ziemlich viele verschiedene Datenpunkte. Das können bis zu 100 verschiedene unterschiedliche Datenkategorien sein. Und diese Daten, die werden für Werbezwecke ausgewertet. Das ist sogenannte personalisierte Werbung. Das heißt, die Facebook-Nutzer, jeder Facebook-Nutzer bekommt eigentlich eine andere Werbung zu sehen, und zwar passend zu dem, was ihn interessiert oder wovon Facebook zumindest glaubt, dass es interessiert. Das heißt, ein 40-jähriger Mann bekommt andere Werbung zu sehen als eine 20-jährige Frau, eben passend zu den jeweiligen Interessen. Eine Frage von der 4AHL. Zwei persönliche Fragen. Wie schützen Sie sich persönlich vor Datenmissbrauch und welche Kontrollmechanismen nehmen Sie in Anspruch? Einerseits schaue ich sehr stark bei meinen Profilen, dass die möglichst abgeriegelt sind. Das heißt, zum Beispiel private Fotos sehen nur ein ganz kleiner Teil von Facebook-Freunden von mir. Und ich würde auch kein Foto dort hochladen, wo ich nicht damit leben könnte, dass das offiziell wird. Also wenn ich mir denke, ich kann nicht damit leben, wenn dieses Foto öffentlich wird, dann sollte ich es nicht auf Facebook hochladen. Und zweitens, ich nutze Verschlüsselung. Das heißt, meine Festplatte ist verschlüsselt. Da geht es mir auch ums Prinzip, wenn jemand meinen Laptop stiehlt, will ich nicht, dass die Person dann auch noch meine Daten hat. Das finde ich schon schlimm genug, dass die mir den Laptop geklaut hat. Und ich nutze auch verschlüsselte Dienste. Ich nutze zum Beispiel lieber Signal als WhatsApp, weil ich der Verschlüsselung von Signal mehr traue. Zum Beispiel der Whistleblower Edward Snowden, der nutzt auch Signal zum Chatten. Und wenn Edward Snowden ein Programm empfiehlt, dann glaube ich, ist das auch gut genug für mich. Aber ich finde es wichtig, sich immer zu überlegen, habe ich meine Daten abgesichert? Und auch ganz wichtig, ich nutze relativ sichere Passwörter. Das heißt, ich versuche wirklich Passwörter, die nicht eben ein simples Wort und dann zwei Zahlen sind, sondern eine Kombination von Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Das heißt, da lohnt es sich schon wirklich, sich zu überlegen, bin ich gerade sicher unterwegs oder nicht. Zweitens, was sind genau Ihre Aufgabengebiete in Ihrer Funktion als digitale Botschafterin für Österreich in der EU? Im Grunde ist das eine ehrenamtliche Aufgabe, wo man einerseits eben so Feedback in der EU gibt. Mindestens zweimal im Jahr trifft man sich mit der EU-Kommission, mit Vertretern der EU-Kommission und spricht über Pläne der EU und gibt so ein bisschen Feedback, wie man das sieht, wo man vielleicht auch interessante Erfahrungen in Österreich gemacht hat. Also das soll so eine Stimme aus der Zivilgesellschaft oder aus der Wissenschaft sein. Also es sind zum Beispiel solche digitale Botschafter sind oft Professoren oder Buchautoren oder Leute, die ein Startup gegründet haben, und die sollen einfach so Feedback geben. Das ist das eine. Also mit EU-Vertretern diskutieren. Und das andere ist, man soll auch im Land über digitale Themen das Bewusstsein fördern. Da werde ich heuer noch einen Bericht herausbringen über ein digitales Thema, das jeder gratis herunterladen kann, das so ein bisschen Einblick in ein digitales Thema geben soll, um so die Diskussion über das Internet voranzutreiben. Also auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Es soll übrigens auch so ein kleiner Teil drin sein, den Lehrer dann im Unterricht einsetzen können. Ich sage noch eine von den Fragen, die ich glaube ich sehr gut finde oder die gut zum aktuellen Aufregerthema passt. Wie und durch wen wurde der Datenmissbrauchsskandal von Facebook aufgedeckt? Und da ist sehr relevant, dass das ein Whistleblower war. Whistleblower sind Menschen, die interne Informationen haben und die weitergeben. Also die sagen, ich kann das nicht länger hinnehmen, ich möchte damit an die Öffentlichkeit gehen. Und da ist sehr wichtig, das war ein ehemaliger Mitarbeiter von Cambridge Analytica, der irgendwann selbst nicht mehr das okay fand, was die machen. Und der hat dann begonnen, mit dem Guardian darüber zu reden. Also das Problem ist, weil diese Unternehmen ja oft nicht sagen, was sie machen und weil es auch keine behördlichen Kontrollen davon gibt, sind wir
häufig darauf angewiesen, dass einzelne Mitarbeiter irgendwann sagen, ihnen reicht's. Liebe zwei Tibis, ihr habt folgende Frage gestellt. Es hat bereits mehrere Internetriesen gegeben, die fast vollständig von der Bildfläche verschwunden sind. Wird Facebook irgendwann dasselbe Schicksal erleiden? Das ist natürlich ganz schwer vorherzusagen. Es gibt natürlich das berühmte Beispiel oder einige berühmte Beispiele wie MySpace oder StudiVZ, die in den USA oder auch bei uns sehr populär waren, die aber dann von Facebook abgelöst wurden und die heute eigentlich tote Webdienste sind. Soweit ich weiß, der Mark Zuckerberg hat natürlich höllische Angst davor, dass seine Firma mal so endet wie MySpace. Und deswegen macht er Folgendes. Er kauft entweder die Firmen auf oder die Apps auf, die ihm Konkurrenz machen. Also Instagram und WhatsApp hat er sich schon gekauft. Oder wenn er die Firmen nicht kaufen kann, wie zum Beispiel Snapchat, dann kopiert er deren Funktionen so lange, bis die anderen aufgeben. So, jetzt komme ich zu den Fragen der 2b, der Hack. Gibt es bereits strenge Gesetze auf nationaler oder europäischer Ebene? Ja, in Europa haben wir sogar sehr strenge Gesetze. Zum Beispiel sind manche Falschmeldungen verboten. Ich darf nicht einfach lügen und eine andere Person damit fertig machen. Also ich darf nicht etwas Falsches behaupten, um jemand anderen zu diskreditieren. Das kann den Tatbestand der üblen Nachrede erfüllen, zum Beispiel. Also es gibt Gesetze, die verbieten manches, was online passiert. Oder auch, ich darf nicht zu Gewalt gegen Minderheiten aufrufen. Das ist Verhetzung in Österreich. Das ist das eine. Also Hassrede, Falschmeldungen sind manchmal strafbar. Und auch beim Datenmissbrauch ist sehr vieles nicht erlaubt. Ich darf nicht ohne Zustimmung von Usern deren Daten absaugen. Ist nicht erlaubt. Wir wissen, es passiert zum Teil. Ich habe schon erwähnt, Ende Mai wird die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten. Wenn das dann passiert, kann das hohe Strafen bringen. Also im Grunde muss man sagen, ist Europa hier relativ streng. Wir sind im internationalen Vergleich sicher relativ gut mit Gesetzen ausgestattet. Die große Frage ist halt immer, wird das dann im Alltag wirklich angewendet? Ein Problem ist dabei auch, dass die klassischen Behörden erst langsam mehr und mehr das Internet so genau betrachten. Und dass es natürlich auch ein immenser neuer Aufwand ist für die Polizei, für die Staatsanwalt, alles im Internet zu verfolgen oder nur ein Teil davon. Das heißt, das ist schon eine große neue Herausforderung, aber die Gesetze an sich in Europa sind relativ gut. Ich komme noch dahin zu einer Frage, sind wir oder können wir selber auch schuld für den Missbrauch unserer eigenen Daten sein? Schuld würde ich nicht sagen, aber man kann zumindest ein bisschen was dagegen machen. Und ich habe einen Tipp, ich kann nicht verhindern, dass jemand illegale Methoden anwendet. Wenn ich online bin, gibt es immer eine Gefahr, dass etwas Kriminelles passiert. Dass zum Beispiel eine betrügerische Webseite sich meine Daten angelt, dass ich gehackt werde. Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann aber versuchen, zumindest den Zugang für manche eine App einzuengen. Jeder kennt das, man installiert eine neue App am Handy und dann wird man gefragt, darf diese App das Telefonbuch, die Daten haben, die Kontakte? Oder darf diese App den Standort wissen? Und wir sind häufig so, dass wir im Zweifelsfall auf Ja, auf OK klicken. Und ein Zugang, was man machen kann, ist zu sagen Nein. Im Zweifelsfall ist meine Antwort Nein, das darfst du nicht. Und das kann man zumindest verbessern, dass man sich nicht so leicht hinreißen lässt, allen das OK zu geben. Das heißt nicht, dass man schuld ist, wenn was Unfaires passiert, aber man kann es zumindest unfairen Akteuren schwerer machen, dass sie an die Daten rankommen. Liebe 4BHLW, ihr habt folgende Frage gestellt. Haben Sie Mark Zuckerberg persönlich getroffen? Ja, ich habe Mark Zuckerberg tatsächlich schon mal persönlich kennenlernen dürfen. Das waren nur ganz wenige Sekunden oder Minuten, aber immerhin. Das war 2010, als ich für die Recherchen für mein erstes Buch Phänomen Facebook in Silicon Valley geflogen bin. Und ich habe dort die Firma, also das Hauptquartier von Facebook in Palo Alto besucht und da war damals eine Pressekonferenz, bei der sich Mark Zuckerberg, und das hat sich dann über die Jahre lang immer wieder wiederholt, für einen Datenskandal öffentlich entschuldigt hat.
Und nach der Pressekonferenz ist so ein kleiner Kreis an Journalisten zusammengestanden und da habe ich mich auch dazugestellt und da war dann Mark Zuckerberg auch da und dem hat man dann kurze Fragen stellen können. Wie man ihn so kennt, er hat damals, glaube ich, einen Kapuzenpulli angehabt, Jeans und Turnschuhe, also keinen Anzug. Und jetzt komme ich zu den Fragen der 2A-Hack. Das sind sehr viele Fragen. Ich gehe auf eine ein. Wie kann man feststellen, ob etwas ein Fake-Profil ist oder nicht? In manchen Fällen kann man das nicht so ganz feststellen. Vor allem auch, wenn ein Profil zum Beispiel auf Facebook nicht öffentlich ist, dann habe ich vielleicht zu wenig Informationen. Aber es gibt schon Fälle, wo ich drauf kommen kann. Und ein ganz simpler Zugang ist die Frage, kann das noch ein Mensch sein? Wir wissen, dass es sogenannte Bots gibt. Das sind Accounts, die nicht wirklich von einem Menschen gesteuert werden, sondern von einem automatisierten Skript, von Software. Und diese Bots, die twittern oder die schreiben vielleicht 1000 Mal am Tag online. Und wenn ich sehe, jemand verbreitet im Sekundentakt oder im Minutentakt Meldungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass da Software eingesetzt wird. Das heißt, man kann auch so ein bisschen mit einem Hausverstand herangehen und sich fragen, wie authentisch ist das? Und dann ist auch immer die Frage, es gibt leider Leute, deren Profil wurde geklaut, dann gibt es auf einmal die 5-mal auf Facebook. Was man machen kann, ist, sich genau anzuschauen, ob das Profil eher unvollständig wirkt, eher seltsam. Das ist ein Gradmesser, dass das vielleicht die Kopie ist. Das kennen vielleicht manche. Plötzlich gibt es vom Kumpel noch ein zweites Profil. In solchen Fällen kann die Person, deren Profil kopiert wurde, das melden. Gerade wenn euer eigenes Bild gestohlen wurde, könnt ihr das auch wirklich dagegen vorgehen und Facebook das mitteilen. Ich komme zum Schluss. Die letzte Frage. Was macht Facebook mit unseren Daten? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir wissen das nicht zur Gänze. Wir wissen manche Sachen, aber wir wissen womöglich nicht alles. Wir wissen, dass Facebook nicht nur Daten sammelt, die wir aktiv bewusst eingeben. Also ich glaube, jedem ist bewusst, wenn ich was like, dann weiß Facebook, dass ich das geliked habe. Wenn ich bei einem Bekannten das Foto like, dann ist das irgendwo bei Facebook gespeichert. Aber Facebook sammelt mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Zum Beispiel weiß Facebook, wie viele Sekunden ich oberhalb eines Beitrags war. Also wenn ich so durch den Feed scrolle, weiß Facebook jeweils, wie lange ich auf welchem Beitrag drüber war. Und das sind so Informationen, die verrät Facebook oft nicht so ganz genau. Das ist nicht alles so leicht nachrecherchierbar. Das heißt, hier wäre es gut, wenn Facebook viel genauer wirklich alles auflistet, was es macht und auch wie es diese Daten dann auswertet. Weil man muss davon ausgehen, dass Facebook neue Schlüsse aus solchen Daten zieht. Und man kann manche Sachen runterladen. Also Facebook hat schon ein paar Dinge ermöglicht. Ich kann herunterladen die Profildaten. Da sehe ich, welche Likes, also welche Seiten ich geliked habe, welche Apps Befugnisse haben, auch die privaten Nachrichten werden dort aufgelistet. Das ist gut, dass Facebook einem hier hilft, aber es hat nicht alle Informationen zum Download angeboten, die es über uns hat. Das heißt, was ich hier runterlade, ist nur die Spitze des Eisberges. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Frage ist, was macht Facebook mit unseren Daten, muss man sagen, wir wissen es nicht so genau, aber ein Aspekt ist relevant. In erster Linie versucht Facebook mit unseren Daten, uns in Kategorien einzuteilen, also in Werbekategorien, damit wir dann die für uns passende Werbung sehen. Und ich kann auf Facebook zum Beispiel nachschauen, welche Werbeinteressen mir zugeordnet werden. Das ist ganz interessant. Aber der springende Punkt ist, man muss davon ausgehen, dass Facebook in erster Linie Daten von uns sammelt, damit es uns noch genauere Werbung einblenden kann, damit es möglichst lukrativ Werbung verkaufen kann. Und das ein bisschen unbehaglich ist, dass wir nicht wissen, was genau alles über uns gesammelt wird und welche neuen Schlüsse Facebook daraus zieht. Da hoffe ich, dass Sie noch viel mehr in Zukunft darüber verraten. Dankeschön.